Moin Leute, das ist Greedy Worm. Ja, das ist tatsächlich ein gieriger Wurm. Und dieser Wurm kann kontrolliert werden. Wir können ihn nämlich einfach so durch diese Welt bewegen. Aber das Besondere an diesem gierigen Wurm ist, dass er, wenn man hochgeht, kann er nochmal eins hochgehen und dann nach rechts, okay? Das heißt also, dieses Spiel ist tatsächlich wie Snake, aber nur mit Gravitationskraft. Jetzt ist er mit dem Gesicht gegen den Boden und dann kann man hier nach rechts gehen und dann geht er weiter und dann muss er in dieses Portal rein und dann ist er durch. So funktioniert zum Beispiel dieses Spiel und der Wurm ist einfach witzig, also habe ich mir gedacht gehabt, spielen wir dieses Spiel, weil der Wurm witzig ist, okay? Da essen wir jetzt auf jeden Fall mal einen Apfel, dann werden wir wahrscheinlich länger. Oh, was? Oh mein Gott, der Mund wird sogar so riesig groß. Okay, zack, aufgegessen. So, und jetzt, wenn wir so groß sind, können wir einfach hier so, zack, hoch in diesen Kreis reingehen. Das heißt also, diese Rätsel können relativ schwierig noch werden, aber auch interessant. Wir gehen mal weiter. So, guck mal, da oben haben wir wieder einen Apfel. Da müssen wir jetzt hier zur Seite. Da nach oben. Oh, was? Jetzt nochmal eins nach oben. Oh, jetzt wieder eins nach rechts. Oha! Alter, was? Wir sind einfach fast runtergefallen. Jetzt hat er sich aber doch mit dem Kopf noch festgehalten, ne? Nice. Jetzt können wir hier hochklettern. Dann hier zur Seite wieder rein. Und rein. Dem sein Gesicht sieht so witzig aus. Das ist einfach nur so ein komischer Wurm. Oh, neuer Skin. Nice, Mann. Wir haben jetzt einfach einen neuen Skin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt der Doge-Skin. Oha, was ist das für ein Level? Hier können wir runtergehen. Nein! Restart. Wie mache ich das denn hier? Ich muss hier wahrscheinlich hoch. Dann zur Seite, hoch, zur Seite, hoch, zur Seite, hoch, zur Seite, zur Seite. Oh, warte mal, man kann jetzt an diesen Äpfeln hier entlang gehen. Oha! Oh, was? Oh, was? Wie lang werden wir denn da? Okay. Oh, was? Niemals. Oh, wir hätten das sogar noch krasser machen können. Da hinten ist sogar das Portal. Was? Oh, what? Oh, Alter, was ist das für eine riesige Schlange? Und jetzt gehen wir da rein. Boah, yo, was? Da waren wir jetzt gerade richtig lang. Nicht schlecht, okay. Der Skin ist natürlich auch nicht schlecht, den wir da gerade bekommen haben. Aber ich muss sagen, den Greedy Worm, den grünen, den finde ich nicer. Das ist mein bester. Und wir können uns bald wieder einen neuen Skin kaufen. Wir haben schon wieder 896 Münzen, ne? Und dieses Level hier ist nochmal anders. Da müssen wir tatsächlich an den Spitzen ein bisschen ausweichen, ne? Die dürfen uns nicht berühren, aber wir können uns drumherum schlängeln. Deswegen ist eigentlich alles in Ordnung. Und wir können jetzt einfach hier so, zack, ins Portal reingehen. Okay, da müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein, dass wir nicht auf die Spitzen drauf gehen. Sonst kann es eine unangenehme Situation werden. Noch 16 Münzen, da bekommen wir wieder einen neuen Skin. Deswegen, zack, holen wir uns mal hier so einen kleinen Apfel. Oh, und dann können wir hier nochmal kurz zur Seite gehen. Dann hier nochmal einen kleinen Apfel holen. Dann hier nochmal hochgehen, links den kleinen Apfel holen. Und dann hier, zack. Einmal ein bisschen geradeaus gehen. Oh, mal gucken, ob wir das schaffen, Mann. Ui. Und runter. Ei, okay. Manchmal sind sogar diese Inventarsachen, beziehungsweise die Items, die Sachen, die sozusagen da gedrückt werden können, sind manchmal im Weg vom Spiel. Ist ein bisschen komisch, aber ist schon in Ordnung. Oh, ein neuer Skin, der uns erwartet. Wir haben nämlich 1100 Münzen und wir hoffen... Ein cooler Skin. Eine Huhn-Lauch-Kombination? Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich darüber halten soll. Wir können sie mal eine Runde spielen. Okay, das ist jetzt ein Hühnchen. Oh, das kann ebenfalls den Mund so aufmachen. Wir können hier hochgehen, glaube ich. Oh, was? Jetzt sind wir da runtergeflogen. Aber wir können jetzt so gehen. Dann vielleicht hier so ein bisschen hoch. Und dann vielleicht so ganz entspannt in dieses Portal hinein. Okay. Sehr, sehr nice. Wir müssen immer aufpassen, wo das letzte Stück vom Wurm immer abhängt, damit wir nicht runterfallen. Der nächste Skin ist tatsächlich ein Hai. Nicht schlecht. Aber ich wechsle wieder zurück zum grünen Wurm. Zum gierigen Wurm. So, der wird jetzt nochmal ein bisschen länger. Wir müssen hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen so geradeaus gehen, damit wir da oben bleiben. So, dann müssen wir hier runtergehen. Dann hier wieder hoch. Dann zack, da über die Spitze drüber. Und dann ab hier wieder hoch und dann zur Seite. Aha! Ein weiteres Level, was wir gewonnen haben. Da werden wieder Münzen eingesackt und der Hai wird tatsächlich weiter freigeschaltet. Greedy Worm! So, wir gehen weiter hoch. Nehmen uns mal hier den Apfel mit. Ich hoffe mal, wir kommen da durch. Jawohl, kommen da durch. Jawohl. Jetzt hier nochmal kurz den Apfel mitnehmen. Jetzt müssen wir kopfüber. Oh Gott. Hoffentlich schaffen wir das. Oh, da falle ich jetzt weiter runter, ne? Mist. Schaffe ich so... Nein!
Ich bin da runtergefallen. Ich war zu kurz. Warte mal, ich muss jetzt hier diesen Apfel holen. Dann gehe ich hier so rüber. Ne? Dann zack, dahin. Dann hier. Oh ne, jetzt falle ich wieder runter. So. Jetzt aber zur Seite. Oh nein. Und jetzt aber hoch. Okay. Jetzt haben wir's. Und jetzt hier hoch. Oh, was? Die Level werden voll schwer mit der Zeit. Wie krass ist das denn? 346 Münzen haben wir. Und wir haben den Hai freigeschaltet. Wenn wir Werbung gucken würden. Aber das tun wir nicht. Wir haben jetzt aber einen Stein, den wir bewegen können. Ein Stein. Okay. Bewegen wir mal den Stein. So. Und dann können wir den Stein als Lift nutzen, um hochzukommen. Okay. Verständlich. Ist jetzt ein neues Item. Der gute alte Stein, den wir jetzt benutzen können. The Greedy Worm. Also, ich würde vielleicht sagen, wir nehmen mal hier einen Apfel. Dann würde ich sagen, wir gehen erstmal hier runter, holen uns nochmal kurz den Apfel ab. Dann können wir vielleicht einmal diesen Stein hier nehmen, da runterwerfen. Dann hier an diesem Stein hier nochmal kurz vorbeigehen. Einfach, wir schweben auf diesem einen Stein. Dann diesen Stein hier ebenfalls runterwerfen. Dann haben wir wie so eine Erhöhung. Und dann auf dieser Erhöhung als Greedy Worm in das Potter hinein. Nice. So, hohohoho. Ja, hahaha. Diese Steine können gedrückt werden. Ja, das weiß ich. So, das heißt, wir gehen mal hier. Was passiert, wenn wir einfach den Apfel essen? Okay. Wir können einfach hier so. Oh, was? Nein, wir haben einfach den Armen aufgespießt. Okay, man darf nicht zu lange auf diesem Stein bleiben. Beziehungsweise... Oh! Hä, wie soll ich das denn machen? Dann hier einmal... Oh! Okay, also erstmal hier den Stein wegdrücken. Dann auf dem Apfel weiter hoch, zur Seite, runter. Dann hier... Nein! Können wir nicht einfach nur einfach in das Portal hochgehen? Nee. Okay, warte. Wir brauchen auf jeden Fall entweder den Apfel oder den Stein. So, damit haben wir den Stein bewegt. Und so können wir auf dem Apfel balancieren. So, okay. Ne? Jetzt können wir eins hochgehen. Nee, aber wir müssen eigentlich... So. 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 Nein! Oh Mann, man darf nicht zu weit nach unten gehen. Okay, warte. Nochmal. Den Stein bewegen. Dann hier. Oh, jetzt bin ich da wieder reingefahren. Mann! Okay. Oh, jetzt bin ich da einfach so reingefahren. Okay, jetzt verliere ich die Geduld. Okay. Jetzt hier so rein, ne? Dann das Ding hier ausmachen. So. So. Und jetzt muss einfach nur der Schwerpunkt immer da bleiben, wo er eigentlich sein muss. Oh, ich bin so dumm. Okay, ich hab's. Wir gehen so. Das ist eigentlich voll simpel, Mann. So, zur Seite. Hier, auf den Stein drauf. Und dann hier nach unten. Und dann so vorbeischlängeln. Ich bin so dumm. Man muss den Schwerpunkt nur richtig setzen. Ich habe viel zu lange für dieses Level gebraucht. Sorry. Ich habe viel zu lange für dieses Level gebraucht. Das war so dumm. Okay, man muss immer auf den Schwerpunkt achten. Und zwar dort, wo er tatsächlich den Boden berührt. Dort wird er den Schwerpunkt drauf verlagern. Und der darf nicht auf den Spitzen liegen. Also, einmal kurz nochmal hier hochgehen. Jawohl. Guck mal. Ei, pro Apfel kriegen wir da nochmal extra ein bisschen Kraft dazu. Das ist nicht schlecht. Wir dürfen nur den Schwerpunkt nicht verlagern. Und wir haben unten ebenfalls nochmal ein Portal. Und da können wir ganz normal einfach reinschlängeln. Nice. Das war ein leichtes Level. Oh, wir arbeiten da gerade dabei, wieder einen neuen Skin freizuschalten. Aber wir machen jetzt wieder was anderes. Wir müssen erstmal hier runtergehen. Dann da erstmal hier so lang gehen. Dann müssen wir hier wieder rausschlängeln. Dann hier einen Apfel mitnehmen. Da nochmal zur Seite schlängeln. Dann hier runter und ins Portal. Oh, das war jetzt gerade wie so eine Art Labyrinth oder sowas. 882. Ein weiterer Skin wird gerade geladen. Oh nein, jetzt gibt's noch Sägeblätter. Oh, es wird immer aggressiver. So, aber da gehen wir jetzt einfach drüber. Wir gehen den Sägeblättern einfach aus dem Weg, Mann. So. So, und gehen da jetzt einfach ins Portal rein. Keine Steine bewegen. Einfach nur ins Portal reingehen. Einfach die Gegner ignorieren, okay? Alles ignorieren, was geht. So. Okay. Hey, warte mal, dieses Level hatten wir doch schon. Ich gehe hier rein. Dann gehe ich dahin, hol mir den Apfel, schieb das Ding da runter. Dann gehe ich darüber, gehe darüber, schieb den da runter
und dann da hoch. Hä? Dieses Level genau 1:1 hatten wir schon. Oh, was? Was ist das denn für ein Level? Ich kann mein Dings, mein Wurm ist einfach da oben. Ich kann den nicht mal sehen. Ich bin wahrscheinlich der Wurm da oben links. Das heißt, ich gehe hier mal so runter. Dann gehe ich hier an diesen Äpfeln entlang. Und ich muss mich eigentlich nur an den Äpfeln entlang hangeln. So. Ei, sind das viele Äpfel. Ei, sind das viele. Dieses Spiel ist echt witzig, Mann. Oh! Okay, und jetzt kann ich mich hier eins hochlupfen und dann über die Spikes drüber. Oh, guck mal, wie viel in das Portal da reingeht. Ei, das war ein sehr cooles Level. Das war schon sehr, sehr cool. Hat mir sehr gefallen. Das waren jetzt 1212. Nice. Ein weiterer, ein Level mit einem Apfel drin. Okay. Das ist jetzt ein Apfel, den wir da einfach essen in Form von Äpfeln. Okay. Oh. Nein, ich habe mich ausgesperrt das erste Mal. Oh nein. Restart. Okay. Oh, da muss ich jetzt aufpassen. Okay, da muss ich ein bisschen mehr den Schwung hier mitnehmen, damit ich bloß nicht am Ende da wie der letzte Trottel da stehe. So komme ich wieder raus. Und dann kann ich mich hier auch außen wieder rausschlängeln. Da sieht man, man kann auch sich selber als Schlange ein bisschen im Weg stehen, wenn man so lang ist. Da muss man schon aufpassen. So. Oh, was? Was ist das denn für ein Level? Oh, nö. Okay. Also, hoch. Da fallen die Steine runter. Das war doch eigentlich nur ein Troll-Level. Ah, guck mal, wie die sich da durchbewegt. Die macht einfach nur so richtige Knickbewegung. Das ist echt cool. So. So, da knickt sie sich durch, die kleine Schlange. So. Und hoch. Jawohl. 1400. Nochmal einen neuen freischalten. Welchen bekommen wir? Den Hai mit Hühnerbein. Warum auch immer der Hühnerbeine hat. Komm, wir spielen den einmal. So, wo ist denn der Hai jetzt gerade? Oh, da ist er. Hallöchen, Hai. So, schieben wir mal hier so einen Stein beiseite. Gehen da mal so ein bisschen rein. Und haben uns eigentlich auch schon gefangen. Nein, da liegt er jetzt aber drin. Der kleine fette Hai. So, nee, warte. Wir gehen hier zur Seite. Dann gehen wir mal hier runter. Und dann statt oben den Stein runterzuwerfen, gehen wir mal unten durch. So, oh nein. Okay, warte, ich kann es noch retten. So, dann essen wir jetzt mal den Apfel. Und wir gehen jetzt einfach immer unten durch. Dann kommen wir da schneller und sicherer durch. Dann ist die Sache eine sichere Sache. So. Weil dann stehen wir uns nämlich nicht immer selber im Weg. So, und können da jetzt einfach hoch ins Portal. Oha, was war das gerade für ein Level? Meine Güte. Okay. 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 Oh, was ist das denn hier für ein Level? Die Levels wiederholen sich ja anscheinend. Oh, ist das knapp. Oh, ist das knapp. Das war gerade knapp, Leute. Ha, wie liegt der denn da? Da ist aber der Hai jetzt einfach mit dem Rücken. Wie kann dieser Hai bitte keine Rückenbeschwerden bekommen? Oh, oh nein, jetzt bin ich da vorbei geslidet. Kriege ich da noch was hin? Oh. Okay, einmal hier hoch, dann da was essen, dann hier hoch und zur Seite. Okay, win. Win. Oh Gott, wie soll ich das denn machen? Da gehe ich jetzt rein, muss aber aufpassen, gehe nach links, dann nach rechts, dann so und dann komme ich da auch wieder raus aus der Geschichte und dann hier unten drunter und dann da rein. Okay. Also Leute, so wie es aussieht, oh, was? Wie soll dieses Level funktionieren? So? So? Was? Wie soll dieses Level funktionieren? Ich gehe da hin, esse den Apfel, okay? Dann gehe ich... Nein! Hä? Ich gehe da hin und gehe runter, seitlich falle runter. Nee, ich muss da direkt hin. Ich gehe da hin und esse den Apfel. Ne? Dann gehe ich da hin, gehe da hin. Nee. Hä? Wie soll das funktionieren? Ah, warte. Man kann auf den Äpfeln laufen. Ah, okay, warte mal. Das ist jetzt auch ein ganz, ganz fieser Trick. Guck mal, wir müssen jetzt hier über den Apfel eigentlich drüber laufen. Und dann können wir so drauf und dann ins Portal. Dieses Game benötigt Grips. Weil man kann nämlich die Äpfel nicht nur essen, sondern auch auf ihn laufen. Das ist hier so ein, das ist so ein Ding, das checkt nicht jeder. So. Und dann hänge ich wieder fest. Nein! Okay, ich muss nochmal versuchen. Ich gehe jetzt... So dahin. So. So. So, so. Dann so. Nee, jetzt sterbe ich. Das war eins zu viel. Okay, pass auf, ich hab's. Also wir gehen so rein, ja. Dann gehen wir da so rein. Dann hier. Dann eins weiter. Eins runter. Eins zur Seite. Und so
das Ding hier wieder wegklicken. Dann wieder so zur Seite, rein, hoch und dann hier ins Portal. Yay! Okay, meine werten Damen und Herren, das war's mit der heutigen Folge mit dem gierigen Wurm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, Leute.